sind jetzt wieder, kann man sagen, auf ein neues, kleines, aber feines Lost Place Abenteuer. Und zwar, wir sind im wunderschönen Kaiserwald, weil da ist im Kaiserwald, steht hier, ein alter Schießstand aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, hier können wir ein paar wunderschöne Graffitis. Ich würde mal sagen, wir gehen einmal den Schießstand mal genauer anschauen. Schön vorsichtig. Kommt jemand? Na, wer kommt denn? Wer kommt denn? Gehen wir weiter? Keine Erwachsenen, oder? Wir sind da im Kaiserwald. Wir stehen gerade hinter mir. Ist einer von zwei Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg, die hat die deutsche Wehrmacht daher bauen lassen. Man sieht da einen großen Bunkertrakt, hinter mir ist gerade die Mauer gezogen. Da drinnen ist ein Haufen von Sand. In diesem großen Gebäudekomplex hinter mir, in dem ersten Bunker,
wurde Gewehr und Pistolenmunition getestet. Sie haben dort einfach durch die Gegend geschossen und geschaut, was ist gut und was nicht. Und vor mir, direkt vor mir hinter der Kamera, steht noch ein großer Bunker. Da wurden Raketentriebwerke und Bomben getestet. Ist auch natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Das ist eine riesige Sache. Es steht einfach wirklich mitten im Wald und damals war das alles drumherum. Also jetzt ist eigentlich da so innerhalb von 500 Meter Entfernung stehen schon die ersten Häuser. Das ist eine große Siedlung links von mir. Und da hinten ist auch eine große Siedlung. Damals war das einfach alles riesiges Waldgebiet. Und die Leute, also die deutsche Wehrmacht, die den Bunker da bauen wollte, ist beinahe mit Helikoptern und Flugzeugen kommen und hat wirklich die ganzen Baumaterialien, die sie für die Einrichtung da braucht haben, runtergeworfen. Einfach wirklich runtergeworfen und da sind Soldaten einmarschiert und haben das gebaut. Da war keine Zufahrt, gar nichts. Die waren komplett unentdeckt. Und dann haben sie halt rumtestet und heutzutage steht es einfach wirklich nur mehr da auf freiem Land. Man kann dort hingehen, wann man will oder nicht. Es ist einfach sehr chillig dort. Ich finde es ein super Ort, weil es kommt keiner her. Man hat einfach echt seinen Frieden. Man kann rumklettern, wie man will oder nicht. Man kann sich irgendwo hinsetzen, es ist perfekt. Meine Damen und Herren, das war der Spaziergang durch den Kaiserwald, durch den wunderschönen Kaiserwald. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und danke nochmal an die zwei Jungs, die eine kurze Kletterpartie uns gezeigt haben und danke auch für das Interview. Ich habe leider den Namen vergessen, sorry nochmal. Und ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video auf meinem Kanal Ismael's World und ja, wir sehen uns. Ciao.